Hallo zusammen, ein neues Bildchen, ach nee, ein bekanntes Bildchen hier, FIFA 14, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ja, und ich habe wieder einen Co-Kommentator dabei, haha. Wir spielen um den Weltpokal. WM, ja, wir spielen ja mit Südafrika. Nachdem ja einige gesagt haben, das wäre vielleicht ganz schön, dass ich das auch noch mache, habe ich dann natürlich mich jetzt durchgerungen dazu, das zu machen, ne? Ja, und damit es nicht so langweilig wird, habe ich meinen Glücksbringer heute dabei, ne, den Gameboy. Das muss ja sein. Und ja, wir werden aber hier wechselnde Kommentatoren haben. Also ich schätze mal, ich werde da so bunt durchmischen, immer so mal wie ein anders. JP wird auch wahrscheinlich, dann mit dem werde ich wahrscheinlich das nächste Spiel dann machen oder so. Mal gucken. Ja. Und sonst mal schauen, mit wem wir dann sonst nochmal was aufnehmen. Ja. Und vielleicht auch mal zu dritt oder so. Ja, mal gucken, ne? Je nachdem, wie weit wir kommen. Ja, ich hoffe ja mal, dass ich die Gruppenphase überstehe. Dazu sollte ich jetzt erstmal gewinnen hier, ne, gegen Tschechien. Das wäre ganz gut, ganz schön. Wir spielen ja zu Hause, spielen mal in Gelb. Tschechien ist ja machbar, ne? Wenn wir hier so sehen, Conor O'Connelly, endlich haben wir auch mal internationale Schiedsrichter. Das ist ja auch schon mal schön. Nicht immer Heimo Wasserschneider, ne? Ja, genau. Und wir spielen im Estadio Presidente. Ja, und unsere Formation ist gut. Was für mich ja was ganz Neues ist, dass wir mal mit einem Schiedsrichter spielen, der nicht Heimo Wasserschneider ist. Ich war ja bisher nur beim deutschen Pokal dabei. Ja. Und da hieß der Schiedsrichter ja immer Heimo Wasserschneider. Ja, und das da stimmt. Da hast du Verteidigung umgeschossen. Ja, ich habe nicht den richtigen Knopf erwischt. Das war der richtige Knopf. Bam! Skillshot. Jeha. So. Unten rechts in den Winkel. Aber ob ich das noch öfter schaffe? Bam! Skillshot. Ich glaube, wenn man 4 von diesen Dingern trifft, dann reicht das sogar. Bam! Noch ein Skillshot. Wow. So, eine noch. Eine noch. Komm, die da unten. Ach, knapp verzogen. Schade. So, bin mal gespannt. Jetzt mal versuchen, die oben, ne? Genau. Du hast es geschafft. Nee, ich bin noch nicht im Level drin. Jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt kannst du noch versuchen, die links oben. Nee, auf einmal kriege ich noch Minuspunkte, das will ich nicht. Ich schieße jetzt den letzten einmal, obwohl, ja komm. Versuch's. Komm, das versuchen wir. Okay. Das war ein bisschen in die falsche Richtung angedreht. Ja, ein bisschen. Ja, aber das Linksfuß, das ist leider ein bisschen doof. Aber wir haben es geschafft. Silberlevel abgeschlossen. Cool. Also das geht ja, ist ja schon mal eigentlich ein sehr schönes Zeichen, wenn es so losgeht hier. Boah, geil. Und da spielen wir. Wir sehen unsere Formation. Wir spielen im 4-4-2. Ja, hatte ich letztes Mal. Das ist mal Intro übersprungen. Ja, egal. Das ist nicht so wichtig. Das hier ist das Wichtige doch, oder? Ich finde das Intro immer cool. Bei FIFA 14 haben wir es echt nett gemacht. Ja, das stimmt natürlich. Das haben sie schon sehr nett gemacht. Eigentlich, ja. Und wir sehen die Tschechen mit Petr Čech im Tor natürlich noch. Oh, und Reitural spielt rechts. Das sagt dir vielleicht nicht so viel, aber der spielt bei 96. Das ist ein 96er. Und Jiracek im Mittelfeld, den kennen wir ja auch aus der Bundesliga. Bin ich mal gespannt, wie es läuft. So, ich gucke mal hier. Wir wünschen auf jeden Fall allen viel, viel Glück. Ja, vor allem natürlich den Südafrikanern, die hier sich wunderschön den Ball schon erobert haben, was ja, ui, das war das hier. So kenne ich dich ja gar nicht, ui. Traumfußball. Ui, ui, das läuft ja gerade echt. Ich komme ja auch so staunlich heraus. Also das läuft ja hier gerade wie am Stühlchen. Ich habe heimlich natürlich meine Südafrikaner noch ins Trainingslager geschickt. Die haben ein wenig im Höhenlager ein bisschen trainiert. Und sind jetzt natürlich. Höhlen habt Steine geschleppt, meinst du damit? Ja, ja, genau. Unter anderem. Steine geschleppt, Steine gekloppt und jetzt wollen sie auch noch Berge versetzen. Erzgeschürft. Erzgeschürft auch noch. Ja, oh, das war natürlich ganz. Ja, ne? Ja, sie haben das draufkloppen, da wissen sie, wie es geht. Präzision, nur leider treffen sie sich dabei manchmal gegenseitig. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Da hat unser Torhüter nicht ganz alles hingekriegt. Aber hast du Torhüter etwa nicht mitgeschickt? Nee, der hatte leider ein bisschen was anderes zu tun. Der hat Höhenangst. Ja, der ist nicht so hoch gewachsen und dann deshalb hat er noch ein bisschen Angst. Das war natürlich ganz gefährlich. Oh, das war ein Foul. Einmal nachgetreten. Blub. Von Chabalala, ja. Das ist eigentlich ein sehr schöner Spieler, sehr guter Spieler, ne? Aber hat er dann doch ein bisschen übertrieben. Das war natürlich ganz böse hier. Und jetzt. Oh, den Flieger sich.
Hättest es eigentlich wie im, also jetzt im echten DFB-Pokalfinale so machen müssen, hier wie der Thomas Müller. Einfach am Torwart vorbei. Einfach stimmt, aussteigen lassen. Genau, einfach aussteigen lassen. In der Verlängerung. Mit Krämpfen in den Beinen. Torwart aussteigen lassen und dann einfach reinschießen. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich Variante B gewesen, aber die Südafrikaner sind dann doch nicht ganz so technisch versiert, dass das leider nicht, nein, leider nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich. Dass Deutschland so gut versierte Spieler hat mit solchen Sachen. Ja, stimmt. Ob man sich dann wirklich auf der in der echten WM drüber freuen kann. Ich hoffe, dass man sich darüber freuen kann, denn jetzt gegen Kamerun das Spiel war jetzt nicht so das Highlight. Ja, das stimmt. 2-2 am Ende. Ja. Das war wir nehmen ja jetzt nicht auch so das, was man sich erhofft hat. Ist ja ein Trainingsspiel haben wir ja auch noch. Das ist ja diesem Zeitpunkt ja noch nicht geschehen. Und nein! Da ist das Tor durch da nicht. Das ist 1-0. Also ja, vielleicht scheiden wir jetzt schon im ersten Spiel der Gruppenphase aus. Im ersten Spiel der Gruppenphase ausscheiden. Oh, das ist natürlich sehr ärgerlich. Der war ja völlig frei. Da war unsere Abwehr aber überhaupt nicht auf dem Posten. Ja, das Tor im Prinzip aus dem Nichts so ein bisschen. Ein bisschen unverdient. Ja, ich schon, ne? Also eigentlich war Südafrika bisher sehr dominierend. Ja. Wodurch es leider sehr schade ist, dass Tschechien das erste Tor schießt. Aber ja. Das Spiel hat ja gerade erst angefangen. Wir haben 20 Minuten auf der Uhr. Und da könnte natürlich noch einiges kommen. Ja, ich hoffe, dass da noch einiges kommt. Wir werden hoffentlich hier möglichst schnell so ein bisschen Gegendruck bringen können, um den Ausgleich zu erzielen. Aber noch ist das... Oh, jetzt sind wir natürlich hier sehr schön mit einigen Leuten durch. Ja. Aber der Ball kommt dann auch nicht bei Chavalala an. Die stehen dahin sehr gut, die Tschechen. Moment. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen hier vorarbeiten. Ja, oh, das war natürlich ein sehr unschöner Trick. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert jetzt. Aber wir kriegen das noch irgendwie hin. Bestimmt. Ja, das kriegen wir schon hin. Ah, Chavalala kam nicht aus dem Abseits. Das ist gut. Ich dachte, er wäre im Abseits gewesen. Ja, leider sind die Tschechen jetzt wieder am Ball. Ja, die haben sich da jetzt ein bisschen gefangen und jetzt erstmal auch die Anfang. Ja, das Tor gibt natürlich Rückenwind. Also da ist klar, dass sie sich jetzt nicht wirklich das Gegentor einfangen wollen. Ja. Deswegen geben die natürlich ein bisschen mehr Druck auch hinten in der Verteidigung. Sie müssten ja jetzt theoretisch nur noch auf Zeit spielen, da sie ja vorne liegen. Das wollen wir natürlich verhindern. Aber mal sehen, wie sich die Afrikaner dafür schlagen. Ja, also Pressing ist auf jeden Fall sehr in Ordnung im Moment. Nur die Tschechen wehren sich halt so gut. Aber das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt mit dem Zeitspiel. Ich hoffe, dass sie damit nicht anfangen. Das wäre natürlich sehr unschön. Wobei, es wäre wirklich das erste Mal, dass ich in einem FIFA-Code wirklich drin programmiert wäre, dass sie wirklich auf Zeit spielen, weil das ja eher so eine technische Sache ist, die... Ja, das stimmt. Halt im Wirklichen dann passiert. Was ja, wir sind ja wirklich darauf programmiert, Tore zu schießen, immer schön Druck nach vorne zu machen. Wobei sie sich gerade wirklich gut freilaufen und du mit deinen Spielern nicht mehr wirklich hinterherkommst, jetzt gerade aber noch abfangen konntest. Glück gehabt, gerade. Glück gehabt, die haben Südafrika jetzt wieder mit einem schnellen Mann vorne. Leider konnten drei Tschechen nämlich herum. Ob er sich daraus befreien kann. Aber er kann sich daraus befreien. Er kann sich daraus befreien. Leider wurde der Kopf bei nix. Ja, das war nee, scheiße. Das war ja, das war auch, vor allem, ich habe ihm gleich gesagt, er soll schießen, aber er hat es nicht für nötig gehalten. Er wollte den Ball erst annehmen, irgendwie. Und das war ein Fehler. Er hätte gleich den Direktschuss probieren sollen. Das wäre schöner gewesen. Ah, schön, er kämpft den Ball schön von Zegelina. Mit der Ball abgefangen. Das war wunderbar. So nimmt man den Ball ab, ohne den Gegner zu verletzen, ohne ihn überhaupt ins Taumeln zu bringen. Ja. Nimmt er ihm den Ball ab, berührt nur den Ball und so muss das sein. Und Chavalala! Und jetzt kommt... Das wäre abseits gewesen, vermute ich, nee, wenn er durchgekommen wäre. Ich glaube, das war nicht mal abseits. Ah, der das wäre auf jeden Fall abseits gewesen. Ich glaube, das wäre kein Abseits gewesen, weil unser Flankengeber so nah an der Grundlinie stand. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, der andere war wirklich noch näher. Echt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe es so gesehen. Aber er ist leider ja auch nicht an den Ball gekommen. Das war schade. Ja, aus dem Winkel konnte ich leider auch nicht selber drauf schießen. Eine sehr gute Chance, die leider von Südafrika vergeben wurde. Ja. Und wir müssen einfach gucken, dass es weitergeht. Wir dürfen uns jetzt nicht davon entmutigen lassen. Wir spielen weiter, wir geben Druck aufs Tor. Ja, und, das ist die einzige Sache, die wir hier tun können. Außer versuchen, weiterhin hinten den Kasten freizuhalten und den Tschechen natürlich die Bälle abzunehmen, aus der Hand zu treten. Aus der Hand zu treten? Ja, vor allem dem Torwart. Ja,
Ja, das können wir natürlich mal probieren. Das stimmt. Das wäre cool, wenn das klingt. FIFA 15, neue Mechanik, Tor die neue Mechanik, genau. Das, das war wunderschön mitgenommen, leider zu schnell abgenommen. Ja, und jetzt gibt's die Afrikaner Halbzeit. Erobern sich mal zurück. Es ist Halbzeit. Ja, abgepfiffen. Schade, also sehr schöne erste Halbzeit eigentlich. Nur leider vorne vorm Tor wollte nichts passieren. Ja, vor dem Tor wollte, also es wollte schon was passieren, aber es wollte einfach kein Ball rein. Ja. Dann leider eine Chance der Tschechen und die waren dann auch direkt drin. Ja, ein Schuss, was ein natürlich halt wirklich schade ist. Das war natürlich echt schade. Hier, das war natürlich echt eine gute das Chance. Das wäre eine sehr gute Chance, auch zum Nachschuss noch super gewesen. Und da sah ich jetzt nicht wirklich irgendwie eine Gefahr. Da war ja nix. Da war nix. Aber das war natürlich fies. Hat er zwei Leute auf sich gezogen und dann den Pass natürlich perfekt gespielt. Und auch den hat er super rausgekratzt. Das war auch super und doch, es wäre Abseits gewesen. Ja, es wäre wohl doch Abseits gewesen, das stimmt. Ah, es ist gefährlich. Wir sehen auf den anderen Plätzen England gegen Mexiko 2-1. Und Frankreich gegen Australien 2-0. Das heißt, in unserer Gruppe Frankreich ist da im Moment sehr gut dabei. Ja, Frankreich wäre momentan vorne von der Torstatistik her. Ja. Dass zwar ein Tor mehr hätte als Tschechien. Aber wir haben ja noch eine Halbzeit vor uns. Bedeutet, Südafrika könnte noch alles rumreißen, nach vorne gehen und. Das stimmt. Tore schießen. Ich sehe. Allerdings wissen wir ja, wie es läuft, wenn du nach links spielen musst. Ah, ja, mach mir Mut, aber egal, das heißt alles nicht. Ich mach dir immer Mut. Wir werden da schon irgendwie deichseln. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich auch da. Also, ich weiß ja nur, wie du mit Hannover nach links spielst. Wie das bei Südafrika ist, weiß ich nicht. Es sieht gut aus momentan, sehr gut sogar. Ja. Leider sind da die Tschechen, wie aber schon, als du nach rechts gespielt hast, sind die Tschechen wieder da. Standen noch hinten in ihrer Grundformation und deswegen ist es doch schwer durchzukommen. Also direkt nach dem Anschluss reinzukommen, ist umso meistens sehr schwer, das schaffen die. Ja, das ist immer schwierig, ne? Das ist halt, weil die gleich vom Anschluss weg. Halt Grundformation halt stehen, wirklich so aufgebaut, wie der Trainer es vorher wollte. Und man halt so dann wirklich nicht gut an dem vorbeikommt. Ja, es ist das Problem, dass man halt die Konter dann quasi nicht fahren kann dadurch, denn stehen einfach ja alle in der eigenen Hälfte am Anfang. Ja. Und jetzt gibt es einmal Ecke für die Tschechen. Der erste Eckball überhaupt in der gesamten Partie. Und die ist kurz ausgeführt. Da bin ich gespannt, was sie da noch draus machen können. Boah, zieht einfach mal. Das war mal ein ganz knappes Ding. Das eine war auch schöne Chance für Tschechien, die nun wirklich die mehr Druck geben als in der ersten Hälfte. Ja. Schöner Schuss, muss man sagen. Und gleich die nächste Ecke dadurch hinterher. Ja. Und die geht auch direkt in die Mitte rein, aber wir können klären, das ist schon mal sehr schön. Aber trotzdem. War das Parker, der den Ball abgefangen hat? Das jetzt kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Nicht genau gesehen. Ist natürlich gut, dass ein Stürmer dann hinten wirklich den Ball klärt bei einer Ecke, ist natürlich auch seine Aufgabe dabei. Aber immer schön zu sehen, so viel Einsatz eines Stürmers in der Verteidigung. Ja, das ist auch wichtig, denn Parker ist auch einer meiner größten Spieler, so von der Größe. Und ist natürlich dadurch dann Kopfball stark. Und die anderen sind etwas kleiner, gedrungener und dadurch nicht unbedingt. Oh, jetzt aber hier, jetzt aber. Einmal querlegen wäre da wahrscheinlich. Außenposten. Der nicht drin war. Oh, Malangu. Ja, der Winkel war natürlich sehr spitz. Ja, der Winkel wäre wahrscheinlich für den Pass einfach nochmal rein besser gewesen. Aber da war keiner. Aber da stand Parker leider der Torwartverteidiger der Tschechen, also alles. Ja. Ah, macht nichts. Ah, ärgerlich. Ja, Nils verletzt jetzt den Platz auch. Der wird ausgewechselt. Ja. Und das ist natürlich dann auch schon mal ein Zeichen, wenn man den Torschützen rausnimmt. Ah, das war natürlich so doof, dass der bei direkt wieder bei den Tschechen landet. Aber geklärt jetzt im dritten, vierten, fünften Anlauf. Immer noch nicht geklärt. Ah, die kommen auch immer an den Ball noch irgendwie ran. Oh, und jetzt sind sie durch da. Ah, stark. Aber schöne Grätsche. Es wird geklärt und das ist natürlich auch die Aufgabe der Verteidigung. Ja, das so stimmt. Muss das da hinten laufen, so ist es gut. Wäre natürlich noch unterstrichener, dieses Argument, wenn es nicht 1-0 für den Gegner stehen würde. Ja, das stimmt durchaus. Und mittlerweile sind es jetzt auch nur noch 30 Minuten. Wir müssen uns ein wenig Gedanken machen. Ja, müssen uns ranhalten oder halt gegen Frankreich dann nochmal wirklich extrem Stoff geben, weil Frankreich nochmal ein deutlich härterer Gegner als Tschechien es jetzt schon ist. Ja, durchaus. Wobei Tschechien an sich ja auch nicht als schlecht einstufbar ist. Aber Frankreich ist schon deutlich die beste Mannschaft bei uns in der Gruppe.
deine Südafrikaner ja momentan selber, dass die Tschechen wirklich nicht schwach sind. Ja. Wir wünschen denen weiterhin jede Menge Glück bis zum Ende des Spiels. Wir würden uns über jedes Tor noch freuen. Ja, nur leider muss man auch mal so einen Konter jetzt wie hier eben dann auch durchbringen. Das haben wir leider auch nicht geschafft. Ich dachte, da könnte man durchkommen, das hat aber nicht geklappt. Und jetzt kommen lieber die Tschechen auch wieder. Ja, aber der setzt sich aber auch durch. Der ist immer noch heiß, können nicht richtig klären momentan. Nee, es ist. Die Tschechen sind immer wieder direkt dahinter, können den Ball wieder mitnehmen. Und er dreht sich auch sofort immer, sobald er den Ball verloren hat, dreht er sich einmal um die Achse und ja, hat was ein Problem ist, Computer, das ist wieder das Phänomen Computergegner. Weißt ja, du, genau. Wo der Ball ist? Ja. Das stimmt, das ist immer so ein Problem. Oh, das, so. War schön, das war schön geklärt. Weiter nach vorne spielen jetzt. So, jetzt kommt Jali. Tempo geht, da so noch 15 Minuten zu spielen sind. Und der Pass auf Schamalala, das war natürlich jetzt nicht so doll. Oh, und der Pass war ja in die völlig falsche Richtung, der Kopfball. Was war das denn? Ich werde jetzt mal einen Wechsel einleiten. Da war aber auch der Gegner dabei. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht mal ein Wechsel. Wir werden mal hier Jali. Und auch Pienaar sollten raus, denn sie sind nicht mehr wirklich spielfähig. Ja, Pienaar, der bringt ja eigentlich immer gerne noch was. Na gut. So, wir bringen nochmal einen frischen Stürmer und dann gucken wir mal, dass wir da noch was draus machen können. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen offensiver gehen. Oh, das sollte Abseits gewesen sein. Das war kein Abseits. Doch, ich wollte schon sagen. Ach, das war jetzt. Nee. Hä? Doch, das war Abseits. Ui, das war ein bisschen, Glück am Ende. Später, ja, ein Glück. Und die Tschechen wechseln aus. Die wechseln jetzt auch noch. Es kommt Rosicki. Der gute Thomas Rosicki. Den gibt's auch immer noch. So, das ist natürlich. Was soll das denn für ein Pass? Das war Mumpitz. Ja, aber voll Mumpitz. Also, so, Malangu. Der Mann ist noch frisch da, aber er kommt nicht durch. Das kann doch nicht sein. Also das Konzept deiner Mannschaft bringt selbst mich aus dem Konzept, was nicht gerade für die Qualität des Spiels spricht. Und das war auch gerade recht knapp, dass ich den Torwart recht früh hingeworfen habe. Und da der letzte Wechsel der Tschechen. Ja, Eitoral geht und es kommt Dostal. Ach, meine Güte. Es ist aber jetzt echt hier in den letzten 10 Minuten laufen. Jetzt sind irgendwann Wunder. Fans sind gespannt, wird dieses eine Tor, was gebraucht wird, um wenigstens einen Punkt zu bekommen, damit der Abstand zu Tschechien nicht wirklich groß ist, sondern die eigentlich auf demselben Platz sind. Wird dieses Tor noch fallen? Ja, im Moment tue ich mich ja schwer daran zu glauben, denn wir hatten ja nicht wirklich viele Chancen und die wir hatten, haben wir ja fast täglich vergeben. Jetzt kommen auch noch die Tschechen nochmal. Ja, und machen das. Damit zu spielen aus. Pilasch in der 84. Aber der darf da auch so den Ball nicht haben. Also mit der Grätsche muss der Ball weg sein. Da muss der Ball weg sein. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Südafrika in der wirklichen WM nicht dabei ist. Ja, das stimmt. Also da war schon, ich habe ihm schon gesagt, er soll da eine schöne Grätsche schlagen. Das macht er nicht. Dann hat er auch selber Schuld. Nur das Problem ist, wir haben leider dadurch die Nachsicht dann. Ja, und dieser Pass war auch wieder viel zu hart geschlagen, also er hätte deutlich sanfter sein können. Ja, das war ein bisschen doof. Ja, es läuft eigentlich ja ganz gut zusammen alles. Also die Spielweise macht ja Mut, aber es funktioniert halt nicht, was die Tore angeht. Irgendwie sind wir vorne da viel zu eng alles, die Tschechen rücken viel zu gut auf und deswegen. Südafrika wird immer hat immer einfach viel zu viele Spieler um sich herum. Ja. Ist auch hier wieder, die Tschechen kriegen den Ball, auch wenn er überhaupt nicht eigentlich in der Nähe vom Ball war, hat er sich den Ball holen können. Aber jetzt kommt Jeni, der ist noch schnell, der hat noch Frische, der hat noch es Tempo. Läuft die Nachspielzeit. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein Tor, aber ich glaube es nicht, dass wir... Die Hoffnung ist verloren, selbst wenn wir noch ein Tor kriegen würden, wäre das Spiel zu uns. Es wäre zumindest ein... Und das könnte sogar noch ein Preis rauskommen, oder auch nicht. Nein. Übertreib nicht. Alles ist möglich. Toyota. Ja, ein Abwurf. Der Abwurf für das Spiel. Das Spiel ist zu Ende. Ein recht frühes Tor, ein recht spätes Tor. Ja, und damit ist unterm Strich natürlich ist das jetzt nicht so das Highlight. Ne? Das ist sieht jetzt eine Hose eigentlich so fäkalbraun aus vom Torwart? Ja, er hat sich ein bisschen eingeschissen, glaube ich.
Ah, ja, hier sahen wir nochmal unsere schöne Chance. Ja, das war ja noch vor dem Tor. Also, aber ich meine, auch Cech ist ja wirklich kein schlechter Torwart. Ja, das würde er in Chelsea spielen. Also. So alt wie der auch ist, der ist trotzdem nach wie vor ein Torhüter. Ja, das ist einer der besten Torhüter. Ja. Hier diese Chance war nochmal wirklich wunderbar. Es ist immer noch schade, dass daraus kein Tor wurde. Echt traurig. Wir sehen auch, was die Chancen angeht, war es sehr ausgeglichen. Also ja. 4 zu 4 Schüsse. Ja, 3 zu 2 aufs Tor. Okay, Ballbesitz. Ein Schuss aufs Tor, den die Tschechen nicht verwandelt haben. Stimmt, ja, genau. Ein Schuss, der aufs Tor, der nicht reinging. Ja. Bei mir wurde alles pariert. Zweikämpfe sehen wir auch wieder mal. Das war wieder sehr zweikampflastig auf meiner Seite. Aber es war auch die Tschechen haben ja auch den Ball immer ohne Gegenwehr im Prinzip zurückbekommen. Die haben ja, meine Zweikämpfe waren irgendwie immer so, dass der Ball dann nochmal einen halben Meter weggesprungen ist. Und dann, ja, war es leider doof gelaufen. Dann war wieder bei den Tschechen der Ball. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich gewesen. Wie sieht's denn mit der Spielerbewertung aus? Mato hat ja die beste Note, mein 8,4. Dein Spieler ist Spieler des Tages, was natürlich wunderschön ist. Das ist schön. Na gut, die Tschechen haben jetzt auch nicht die Highlight-Noten, ne? Das ist auch nicht so. Nee, beste Note 7,8 bei Peter Tschech. Bei Tschech, ja. Dann Cutlets und Pina haben, Pilas haben noch ganz gute Noten. Sivok linke auch Seite, noch. Das kam auch sehr viel über links bei den Tschechen. Ja, Sivok auch noch, stimmt, der hat auch noch 7,7. Ja, und bei uns. 8,4. Ja, der hatte einiges rausgeholt. Da war wahrscheinlich hier was erfolgreiche Pässe. Und für andere dann eine Wertung von 0. 10 von 11 Zweikämpfen gewonnen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Boah, ja, klar. Da mit so einer Zweikampfwertung ist natürlich. Ja, stimmt. Viel drin. Das stimmt. Ja, hier hat sich nichts getan. Ne? 2-1, 2-0 waren ja eh schon die Endergebnisse. Ja. Tja, dann gucken wir mal hier. Wir simulieren weiter. Das nächste Spiel ist auch dann gleich. Du hast eine Meldung im Büro, wenn ich das richtig sehe. Ja, Besprechung bezüglich Leistung abgeräumt. Oh, dass die Position im Verein wird momentan einer kritischen Prüfung unterzogen. Es ist Zeit für den abschließenden Leistungscheck. Ah, okay. Das betrifft aber 96. Und Tagi wird den Verein verlassen. Nur gut. Das war ja irgendwie zu erwarten. Ja, und das nächste Spiel ist dann gegen Frankreich, ne? Tschechien hat jetzt übrigens schon 6 Punkte. Oh je. Wenn du Frankreich nicht besiegst, dann war es das für dich in der WM. Das stimmt. Aua. Das ist ja jetzt schon gleich ein richtiges Todesmatch. Ja. Ja, ist ja zum Glück kein Druck. Zum Glück überhaupt kein Druck. Kein Druck. Kein Druck. Nee, alles in Ordnung. Ja, also die WM, die endet nach dem zweiten Spiel. Und ja. Das wäre eine kurze WM. Wäre ein bisschen doof. Ja. Da kann man nichts machen. Ach, egal, wir gewinnen gegen Frankreich. Das werden wir schon schaffen. Wir werden einfach alles nach vorne werfen und dann kriegen wir schon hin. Das wird schon. Gegen Australien sollte es nicht ganz so schwer werden. Mhm. Man sieht, auch die haben gegen die Tschechien verloren. Ja, ich habe auch gegen Nordirland verloren, ne? Das gab's auch. So Brasilien, ja, da war ich aber nicht dabei. Also. Nee, das stimmt, da warst du nicht dabei. Belgien, Paraguay, oh, hier sieht es ja auch recht interessant aus. Griechenland ist letzter. Ich muss mal gerade einfach nur halt für Spaß. Deutschland. Ja, oh. 2 Punkte nur. Oh, 2 Unentschieden gespielt. Ja. Chile und Spanien sind da ganz oben mit 4 Punkten. Hier führt Neuseeland, das ist ja auch ganz interessant. Argentinien ist so gut wie raus. Türkei, es war Niederlande, ist schon raus. Was ist denn da los? Sui. Ja, ein Hoch auf die Spielberechnung. Ah, Italien ist erster, wunderbar. Ja, 6 gut, Punkte. Das ist noch realistisch. Ja, die sind fast durch. Also, die sind eigentlich durch bei der Tordifferenz. Ja. Ah, supi. Sehr schön. England ist eigentlich auch durch. Ja, England ist durch. Wales, 4 Punkte, auch nicht schlecht. Mexiko ist auch schon raus. Oh, meine Güte, es ist ja hier die ganzen Favoriten straucheln alle. Wir auch hier, ne? Mit ja, gut. Ja. Also, ja. Australien ist raus. Das ist auf jeden Fall. Die werden da nicht mehr reinkommen. Nee. Das gelingt nicht. Oder, Moment, es könnte gelingen, wenn wir gegen Frankreich gewinnen, Frankreich gegen Tschechien verliert und Australien gegen uns gewinnt. Dann könnte Australien noch weiterkommen. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Australien hat ja jetzt schon 2 Spiele, die haben ja jetzt nur noch ein Spiel. Ja, aber es wäre möglich, dass 3 Vereine 3 Punkte haben am Ende. Dass wir alle 3 am Ende 3 Punkte haben. Ja, das wäre noch möglich. Aber sehr unangenehm. Da müsste aber Australien wirklich gegen dich so hoch gewinnen. Ja, das stimmt.
Und wir müssten erstmal gegen Frankreich auch einigermaßen hoch gewinnen. Obwohl, nee, Frankreich kann ja einfach gegen Tschechien dann ganz hoch verlieren. Das geht ja auch. Naja. Dann ja, habe ich trotzdem 6 Punkte. Ja. Nee, Frankreich, wenn die verlieren, haben die nicht 6 Punkte. Aber wenn die gegen dich gewinnen, dann haben die 6 Punkte. Nee, nee, gegen mich gewinnen die nicht. Na dann? Gegen mich gewinnt Frankreich nicht, das schaffen sie nicht, das wird nix. Ja, das wird schon. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich denke mal, wir sehen uns schon auch hin, ne? Wir kriegen dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, ich denke mal, da wird dann JP dabei sein. Mal gucken, ob ich ihn da für überreden kann, beziehungsweise ob wir einen Termin finden. Zeitig dann zum Treffen und aufnehmen. Und ja, ja, dann gucken wir mal, nicht? Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Macht es gut. Tschüss. Ciao.